Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Und wir sind im schwarzen Baum. Und ich glaube, ich hatte hier die Fee gesucht, aber nicht gefunden oder so. Nee, das ist zu weit. Bin ich jetzt wieder unten? Muss ich jetzt wieder mit dem Fahrstuhl nach oben fahren? Achso, bin ich dann automatisch hier? Okay. Nee, also hier habe ich keine Ahnung jetzt wegen Fee und so. Ich hatte hier noch, glaube ich, rumgeklickt, aber ich habe die hier nicht gefunden. Von daher kann ich jetzt hier auch noch weiter rumsuchen. Ich meine, das ist jetzt hier der nächste Tag, aber habe ich denn eigentlich was zum Einschlagen hier? Nee. Wir gehen aber mal weiter und gucken uns weiter um. Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Das sieht aus wie nach einem Wimmelbild. Recht habe ich. Ein Einrad. Jedenfalls noch. Ein anderes Rad. Jetzt ist es ein altes, sehr altes Fahrrad. Okay. Ich brauche eine Kerze für den Kerzenhalter. Ich brauche eine Kerze. Okay, mehr Kerzen. Bitteschön, drei Kerzen, Kerzenhalter. So, dann brauchen wir ein Schloss. Einen Flamingo, einen Zwerg. Eine Hake. Ein Bonsai. Ein Dolch. Eine Klaviertaste. Das ist aber ein Stück Kreide. Was soll ich damit machen? Nachthimmel? Hier, machst du noch ein paar Sterne dazu zum Mond. Ein einsamer Mond, ja. Deswegen ja. Geht doch. Wolken, Sterne. Alles klar, Nachthimmel. So, was soll's noch sein? Klaviertaste. Das war eine Münze. Und anscheinend soll ich nicht nur eine finden. Und eine Bambusstange. Zwei Stück. Drei Stück. Was ist denn jetzt mit der Klaviertaste? Ist das eine Klavier... Okay. Erledigt. Kieselsteine. Kieselsteine, Kieselsteine, Kieselsteine. Kieselsteine. Das kleinste finde ich natürlich nicht. Hier in dem Säcklein vielleicht. Oder da hinten beim Wasser. Ach, immer das Letzte, was man nicht findet. Unglaublich. Der Schmetterling ist schön. Hier ist wieder so eine Flagge. Wo sind die? Ach, hier einfach drumrum. Das ist ja aber fies. Ich meine, das ist ja hier so ein Steinring. Ja, gut, wenn ihr meint. Ach so, das waren die hier im Sand. Aber das hat man ganz schwer gesehen, finde ich. Gut. Klaviertaste. Sehr schön. Was haben wir noch? Das Befehlssymbol für das Öffnen einer Tür. Hey, was für ein Glück. Hey, ja, hey. Kurbel ist im Weg. Er will das Tür öffnen, aber er braucht die Hilfe seines Kollegen. Und was sollen wir bei ihm hier machen? Die alte Befehlsrolle hat den Angriff ausgelöst. Er braucht eine neue Befehlsrolle. Roboterbefehle. Ich glaube, die müssen wir erstmal vollständig kriegen. Was haben wir hier noch? Abwehr durch Angriff, Tür bewachen. Ich bin mir nicht sicher, welche Knöpfe ich drücken muss. Ich bin lieber vorsichtig. Moment, hier ist das andere Stück. Tür öffnen wollen wir. Eine Anleitung für die verschiedenen Befehle, die in die Befehlsrolle eingestanzt werden können. Hier. Brauche eine leere Befehlsrolle. Ach so. Eine Anleitung, ja. Aber ist doch gut, dass wir die jetzt vollständig gemacht haben, oder wie, oder was? Mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Tja. Ja. War hier nicht noch irgendwas auch mit einer Kurbel und fast vollständig versteinert, bis auf ein paar Federn. Vielleicht kann der Zauber ja rückgängig gemacht werden. Weiß ich nicht. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Da war doch noch irgendwas hier mit. Hier ist nämlich auch noch eine Befehlsrolle. Und hier ist eine Kurbel. Kriege ich die jetzt? Ah. Moment mal, leere Befehlsrolle. Vielleicht klappt das ja damit. Ja, aber die ist ja auch hier noch drin, das kapiere ich jetzt gerade nicht. Was wollen die denn jetzt hier von mir? Hm.
Ja, also ich verstehe nicht, warum ich die jetzt hier vollständig machen konnte, wenn ich hier jetzt irgendwie nichts mehr machen kann. Also ich würde die jetzt hier gerne wegnehmen und eine neue reintun, um neue Befehle zu machen, aber irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Okay. Dann bring mich mal hier hin. Hier soll ich nämlich auch was machen können. Dann machen wir halt hier mal weiter. Vielleicht das Schloss? Ah. Dirigiere den schwarzen Ritter zu seinem Königreich, indem du die grünen Pfeile auswählst und in die richtige Richtung drehst. Also erstmal soll er dahin. Geh mal los jetzt. Wie mache ich das denn? Geh mal vorwärts, du. Aha, ein grüner Stein, der hier kommt. Ja, und dann gehst du zum Schloss und jetzt gehst du los. Indem du die grünen Pfeile auswählst und in die richtige Richtung drehst. Ja, aber die sind ja auch nicht grün, die sind lila oder blau. Und hier ist so ein Ding rausgekommen. Hat das was zu bedeuten? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es geht dann hier hoch und dann geht er da lang. Vielleicht den nochmal drehen. Ah, okay. Jetzt habe ich es richtig gehabt. Alles klar. Hier haben wir so ein Tarotfeld. Magische Karten. In jeder Karte befindet sich ein Stück Erinnerung. Aha. Gut. Da wir welche eingesammelt haben. Uns fehlt aber noch eine, das weiß ich. Da müssen wir dann erstmal noch rankommen. Klaviertaste. Machen wir das doch mal. Fehlt aber immer noch eine, ne? Ach, das ist natürlich doof. Was war hier? Der Kopf fehlt. Hier. Schöner Kopf. Schick. Da muss es doch was zu tun geben hier mit dieser doofen Anleitung. Vielleicht muss ich hier was reintun? Ach, die. Ach so. Ach so. Okay. Dann mach jetzt Tor öffnen. Dü -dü 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 -dü. So. Alles klar, so geht das also. Warum gehst du denn jetzt zurück? Du sollst den Roboter nehmen. Zack. Öffne das Tor. Juhu. Yippie. Hab die Maschine repariert, um zum schwarzen Herz zu gelangen. Da ist noch eine Fee. Hab das Gefühl, dass ich trotzdem nicht alle gefunden habe. Oh, was habe ich bekommen? Master, I barely recognize you without your gauntlet. I would gladly give you the black heart, but by your own words, I can give it only when you wear the gauntlet. Perhaps you left the gauntlet in the salon? Sichere dir das schwarze Herz. Aha. Ist ja interessant. Hier ist eine Klaviertaste. Durch Magie verschlossen. Ich muss das schwarze Herz entfernen, das diesen Ort mit Energie versorgt. Erst dann kann ich die Tür öffnen. Das ist ja cool. Ich mag die Rätsel und ich mag den Aufbau dieses Spiels. Also finde ich irgendwie cool. Ach, da hätte ich ja jetzt gedacht, dass wir Klavier spielen sollen als Rätsel. Was ist das? Eine Karte, die den König von vor der Enthauptung zeigt. Oha. Also da hätte ich jetzt echt gedacht, dass wir Klavier spielen müssen. Aber okay. Dann nicht. Moment, da müssen wir nochmal zurück, damit wir das hier reinsetzen können. Die Karte. Nicht? Die muss doch dazukommen. Okay, eine fehlt immer noch. Na dann. Na gut. We're finally at the heart of the tree. This is it. Let's undo the dark magic and restore the river. Jawohl, Cedric. Ach, da ist die Karte. Eine Karte mit einem Ritter. Alles klar. Oh, eine verbotene Magie. In den Schriften der Weisen steht, dass Zauberkräfte, die Leben geben, in Zauberkräfte umgekehrt werden können, die es zerstören. Wir haben gesehen, wie ein grünes Herz in einem magischen Baum Leben erweckt. Eine Abscheulichkeit, genannt das schwarze Herz, bewirkt das Gegenteil.
Um die lebenvernichtende Wirkung eines schwarzen Herzens umzukehren, bedarf es einer Lösung, die aus einer Phönixfeder der Essenz des Lebens hergestellt werden muss. Okay. We're finally at the heart of the tree. Ja. Na gut. Tja, was mache ich jetzt? Klaue, Zauberbuch. Kann ich das jetzt hier irgendwie umkehren? Aber ich... Ich habe doch nichts zum Umkehren, ne? Ich gehe mal zurück und bringe die Karte da rein. Das ist, glaube ich, kann ich gerade eher mit was anfangen. So. Vertausche die Karten, bis sie alle an der richtigen Stelle stehen. Ich bin der schwarze Ritter des Menschenreiches, der Schatten, der für die Sicherheit in unserem Königreich sorgt. Die Bevölkerung der Minotauren wächst und sie werden sich schon bald über unsere Grenzen hinaus ausbreiten, doch König Glenn unternimmt nichts dagegen. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Das Menschenreich braucht einen entschlossenen, starken Führer und keinen netten, aber tatenlosen König. War das jetzt nicht richtig? Was? Schwarzer Ritter? Königreich? Dann hätte das ja schon so richtig sein müssen, oder wie? Bin ich verwirrt. Ach so, ich kann jetzt hier weiter immer noch drehen. Okay. Die Minotauren müssen geschwächt werden, damit sie gezwungen sind, unser Reich anzugreifen. Deshalb trocknen wir den großen Fluss, der ihr Königreich nährt, mit noch nie dagewesener Magie aus. Was nie jemand erfahren wird, ich werde die Minotauren dann in einen Hinterhalt locken und auslöschen. Ich werde die Tore unseres Schlosses für sie öffnen. Wenn dann der Kopf des Königs durch die Axt des Minotauren rollt, werde ich, der wahre Erbe des Throns, die leichtgläubigen Minotauren durch unsere Streitkräfte auslöschen lassen. Und das Volk wird niemals erfahren, was getan werden musste, um die Vorherrschaft und Dominanz unseres Reiches zu wahren. Denn alle Zeugen, die Königin, der Prinz und die Schlosswachen, werden für immer zum Schweigen gebracht. Das ist das Opfer, das unser Reich bringen muss, um zu gedeihen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Das ist ja ein übler Plan. Aber immerhin haben wir jetzt hier den Ritterhandschuh. Und den bringen wir jetzt mal nach vorne. Hail, General Claudius, true king of the human kingdom. So, der glaubt uns jetzt hier. How can that be? Uncle Claudius can't be behind this. I won't believe it until I see it with my own eyes. Aufgabe erfüllt. Hier kann ich ein neues Herz einfügen. Aber erstmal müssen wir das hier verwandeln, das schwarze Herz in ein grünes Herz, genau. Dafür können wir dann hier rein anscheinend. Okay, Fee. Nehmen wir mal die ganzen Sachen hier mit. Der Wasserhahn fehlt. Hier kann ich das schwarze Herz in ein grünes verwandeln. Moment, ich hab doch einen. Das kommt später. Ach so, ich muss erstmal das bearbeiten und so wahrscheinlich. Und ich darf wimmeln und wir suchen Sternenbilder. Hier zum Beispiel. Was soll ich machen? Was wollt ihr denn hier? Ach so, warte mal. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber dahinter ist ja ein Bild, sehe ich gerade. So. Sternenbild. Dann suche ich noch eine Lupe. Dann machen wir erstmal die anderen Sachen. Ich suche auch noch eine Schnecke. Eine Schlange. Schnecke, Schlange. Was habe ich hier? Ach so. Na gut, wenn ich schon mal dabei bin.
Was haben wir denn hier? Irgendwas, was vorher nicht da war. Zum Beispiel ein Schmetterling. Und noch mehr. Eine Blume. Eigentlich soll ich ja alles hier wahrscheinlich finden, was da unten jetzt steht. Nehme ich mal an. Oder? Was fehlt jetzt hier noch? Was wollt ihr noch von mir? Ich klicke jetzt hier einfach mal doof rum, weil... Hä? Okay, jetzt habe ich alles. Okay, das war jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht wusste, was sie wollen, was ich finde. So, ich habe einen Teil der Sonne. Hier ist das andere gewesen. Wo ist jetzt die Schlange? Da. Eine Eidechse, und zwar da ist die Lupe. Und dann brauche ich dafür noch ein Glas. Wo ist denn jetzt hier noch ein Glas? Huch. Ein Tiki? Das war ein Tiki? Okay. Dann ist das das andere Tiki. Okay. Hier ist die Eidechse. Ja, Zange und Lupe. Wo ist denn jetzt hier ein Glas für die Lupe? Okay, die Zange sehe ich auch. Da ist das Glas. Jetzt habe ich alles. Wandbildstück. Ach, da ist der Kopf. Okay. Alles Wasser, das das Land der Minotauren gedeihen lässt, ist in diesem Baum. Was habe ich bekommen? Ein Samen. Essenz des Lebens. Ach, wie schön. War jetzt hier noch eine Fee oder nicht? Oder finde ich die nun nicht? Ach ja, wir haben ja hier auch noch so ein Schlüsselloch. Darf ich nicht vergessen. Fernrohr. Ich finde das komisch, wenn hier keine... Da ist die Fee! Ah, ich habe sie doch noch gefunden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Er ist völlig geschockt. Er braucht Zeit, um darüber hinwegzukommen. Oh Gott, ja. Erhol dich mal erstmal. Gehen wir mal erstmal weiter. Ich brauche mal das Zauberbuch. Verboten mal in den Schriften der Wand steht, in die Zauber, das linke in die Zauber, die umgekehrt werden können. Wir haben gesehen, wie ein grünes jetzt einen magischen Baum, meinen magischen Baum Leben erweckt. Einen Abscheulichkeit, ein schwarzes Herz bewirkt das Gegenteil. Um die lebenvernichtende Wirkung eines schwarzen Herzens umzukehren, bedarf es einer Lösung, die aus einer Phönixfeder, Essenz des Lebens, die haben wir ja schon mal. Phönixfeder bräuchten wir halt noch. Dafür müssten wir den aber wieder erwecken. Weil der ist ja im Moment zu Stein erstarrt. Hier haben wir noch was. Der Staubumriss zeigen, was hier fehlt. Was? Ja, dann nimm die mal einfach alle weg, genau. Ach so, richtige Reihenfolge oder so? Ja, dann den und den. Jetzt habe ich alles. So, und ein Schlüssel. Okay, gut zu wissen, dass da so ein kleiner verborgener Winkel war, den ich vorher gar nicht entdeckt hatte. Dann benutzen wir doch mal den Schlüssel. Huhu, ich mag solche versteckten Räume, wo man erst zum Schluss immer reinkommt. Eine Schöpfkelle, Besen und Brille. Nicht so einfach hier, die Wimmelbilder. Schöpfkelle, Besen, Brille, Horn, Skorpion, Sanduhr. Sanduhr, Horn, Skorpion, weiß ich gerade nicht, zwei Molche, zwei Spritzen und vier Symbole. Okay, das waren schon mal die Symbole. Das sind zwei Spritzen gewesen. Jetzt noch zwei Molche. Wo sind die denn? Hm.
Ein Podest, auf dem nichts steht. Wahrscheinlich für Globus oder Basilisk-Träne. Was kann ich denn mal hier nehmen, um das da drauf zu stellen? Was gibt es denn hier so? Was haben wir denn hier noch? Ah, Basilisk-Tränen. Was soll ich jetzt hier genau machen? Die gehören zusammen. Soll ich die jetzt suchen oder... Huch. Oder alle die, die so zusammengehören? Aber die sind es dann nicht oder... Wie? Alle einfach mal an. Nee, das macht ja keinen Sinn. Der auch nicht. Also kein Drachenzahn. Ach, ich habe den falschen. Ach, das andere ist der Basilisk. Okay, ich habe... Ja, steht ja links. Ich habe mich verguckt. Den hier soll ich nehmen. Ich habe mich vom Leuchten irritieren lassen. Okay. Lala. Globus, Skorpion, Molch. Der Skorpion soll so zu finden sein. Unversteckt. Gib mir mal einen Tipp. Was ist hier? Was ist denn da? Ach so. Da ist der Skorpion. Tja. Das war der eine Molch. Wo ist denn der andere Molch? Und was ist mit dem Globus? Da ist ein Globus. Globus. Nur noch der Molch. Aber unser Speaky, der kann mir gerade nicht helfen. Der schläft gerade. Speaky, wach mal auf hier. Ich brauch dich. Ich finde den anderen Molch nicht. Ich finde den wirklich nie. Da! Ach so. So, Basilisk-Tränen, das ist ja schön. Die brauche ich wahrscheinlich hier für diese Anleitung, die wir noch nicht angeguckt haben. Hier ist zu sehen, wie versteinerte Kreaturen mit Hilfe des Basilisk-Tränen wieder zum Leben erweckt werden können. Na, das ist ja eine Überraschung. Wo ist er denn? Dann machen wir das nochmal eben hier. Schnell, schnell. Die Zeit ist nämlich um. Komm. Her, du Vogel. Oh, war das schön. Und da haben wir auch die Feder und das ist unsere letzte Zutat. Und da mit dem ganzen Gemisch hier kriegen wir das Herz bestimmt bald umgekehrt im nächsten Part. Und mal gucken, was uns dann noch so erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.